Also mein Name ist Armin Baumann, ich bin Elektroingenieur und Betriebswirtschaftler, bin seit 20 Jahren selbstständig, also Berufsbezeichnung wäre heute Unternehmer. Das ist das, was ich heute mache. Also Unternehmer bin ich kein Unterlasser, sondern ich probiere zu unternehmen. Ich probiere immer neue Ideen zu generieren, ein Like mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Partnern etc. um das, was ich mache, möglichst gut können machen. Mein Ziel als Unternehmer und jetzt als Armin Baumann ist, eigentlich etwas bewegen können. Zuerst habe ich Elektromechanik gelernt nach der Schule. Nach der Lehre bin ich dann 2 Jahre im Militär gewesen, berufsbegleitend oder militärbegleitend. Bin ich als Elektromonteur in der BBC noch tätig gewesen. Habe nachher mich entschieden, ein Studium zu machen, was ich dann gemacht habe, als Elektroingenieur an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Bin dann nachher in der Industrie wieder eingestiegen als Elektroingenieur, Entwicklungsingenieur und nachher als Verkaufsingenieur, Projektleiter, Produktmanager. Und dann nachher mit etwa rund 32 habe ich ins KMU-Umfeld gewechselt. Ich war Verkauf- und Marketingleiter und am Schluss Geschäftsführer. Und seit 1998 bin ich selbstständig. Ein möglicher Tagesablauf ist, wenn ich aufstehe, heisst Zeitung lesen, weil dann sind wichtige Informationen, das Netz durchforsten etc. Ich werde die E-Mail abarbeiten, den Tagesablauf im Detail planen, wenn ich es nicht im Vorabend gemacht habe. Und dann geht es los, indem ich eigentlich Konzepte überarbeite, Verträge ausarbeite, Telefon führen, Kundenbesuche machen, Partnerbesuche. Also eigentlich ist es ein Begleitungsjob. Und wenn wir Events haben von KMU Suisse, bin ich natürlich dann an diesen Events. Und das sind etwa 50 auf 200 Arbeitstage. Heisst, also jeden vierten Tag bin ich an einem Event. Und so, das ist mein Tag, der abläuft. Was ich gerne habe in meinem Job, ist ganz klar der Kontakt mit Menschen und dass man etwas bewegen kann. Und dass wir in unseren Anlässen eigentlich immer ein Thema haben, das zum Teil auch Neuland für mich ist. Sagen das juristische Themen, das sind Marketing-spezifische Themen, Digitalisierungsthemen etc., wo man kurz abhandelt und bespricht etc., um sich gegenseitig eigentlich den Wissensaustausch zu machen. Das ist das, was mir gefällt. Was mir weniger gefällt, dass man halt Pareto-mässig auch einmal 20% der Leute, die man trifft, lieber nicht treffen würde, aber mit dem muss man umgehen. Dass zum Teil gewisse Leute sehr kompliziert sein können, wenn etwas ganz einfach wäre und dass es Leute gibt, wenn man sagt, es ist einfach, nicht glauben, dass etwas einfach zu lösen ist. Berufslehre ist etwas vom Besten, was man machen kann. Ideal ist, wenn man zuerst eine handwerkliche Ausbildung hat und dann nachher eigentlich eine geistige. Weil es ist einfach vom Handwerklichen ins Geistige wie vom Geistigen ins Handwerkliche. Es geht. Ich finde das gut, weil dann ist man gewappnet, auch in seinem Leben etwas zu bewegen. Und wenn man nachher noch studieren kann, ist das ein weiteres Highlight, das man machen kann. Aber nochmal gesagt, das Höchste von allem in einer Lehre ist, im Gegensatz zu nur Abitur, Matura, wie das auch immer genannt wird in den einzelnen Kantonen, ist natürlich das Highlight in einer Lehre, dass ich mit 16 Grössenordnung mit erwachsenen Leuten zusammenkomme und mich in ein soziales Gefüge ein muss tun, wo verschiedene Altersgruppen und Interessengruppen zusammenkommen. Also, was darum gegangen ist, was ich machen soll nach der Schule, ich habe keine Ahnung gehabt. Eines Tages kommt mein Vater und sagt, du, was willst du eigentlich lernen? Und ich sagte, keine Ahnung. Sagte, du, der andere von der BBC hat gesagt, Elektromechaniker wäre ein guter Job. Dann habe ich gesagt, du hast keine Chance. Das sind nur Mitarbeiter, Kind von Mitarbeitern, die können dort anfangen. Und dann bin ich zur Berufswahl gegangen, habe ein bisschen geschnuppert dort mal, habe ich noch cool gefunden, weil ich eh gerne noch mit den Händen gearbeitet habe. Und dann habe ich so einen Test gemacht beim Berufsberater von der BBC dazumal, heute ABB. Und 2-3 Tage später hat er mir gesagt, ich komme die Lehrstelle über. Also 31 Lehrstellen, hat es etwa grösser noch nicht gehabt, mit etwa 400 Bewerbungen und war richtig stolz gewesen. Und er hat gesagt, okay, dann schauen wir mal, ob das etwas ist. Und ich habe es durchgezogen und habe den Plausch gehabt. Ich hätte es nicht bis 60 gemacht.
Aber es war ein schöner Job. Also ganz sicher, wenn man eine Lehre auswählt, egal in welche Richtung, denke ich, muss man etwas auswählen, das einem passt. Nicht, was die anderen Leute sagen, was cool ist oder wo man viel Geld verdient, sondern das, was einem Spass macht. Weil zu dem Zeitpunkt, wo man sich entscheidet, für etwas zu machen, ist das der aktuelle Zustand. Ob es in 10 Jahren noch so ist, weiss man nicht. Aber man muss etwas machen, das einem Spass macht. Und das ist das Wichtigste, weil wenn man das macht, was einem Spass macht, dann sind die Resultate auch gut, ohne dass man irgendwie etwas muss einbügeln oder einpressen in den Kopf. Ich sage, also Spass machen für das, was man machen will. Oder mindestens etwas, das näher dazukommt zu dem, was man gerne macht. Also meine Berufslehre hat mir gebracht, dass ich eigentlich eben wie mit 16 in ein Gefilde gekommen bin, mit gewissen Gleichaltrigen, aber zugleich in Kontakt mit Erwachsenen, wo man eigentlich am gleichen Ziel gearbeitet hat. Also wenn man irgendwie zusammen gefräst hat und der andere hat nachher die Löcher gebohrt etc. Das habe ich eigentlich als positiv gefunden. Und ich habe auch festgestellt dann, über die im Laufe der Jahre, wenn derjenige, die nur auf einem Hochschulbereich waren, ohne die Wellen irgendwie abzumachen, also, hat man gesehen, die Sozialkompetenz, die dann um eine Lehre gemacht hat, viel grösser ist. Und das, finde ich, hat am meisten gebracht. Also als erstes habe ich Elektroingenieur studiert. Dazu hat das noch geheißen HTL. Ich habe mich entschieden für das, weil ich habe Grundlehre gemacht als Elektromechaniker. Und dort hatte ich nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Es hätte Software gegeben, gerade ganz frisch in den 80er Jahren. Und das andere wäre Maschinenbau gewesen. Aber ich habe gesagt, Elektromechaniker, das ist auch ein bisschen multifunktionale Aufgabe, habe ich im Elektroingenieur eigentlich auch gesehen gehabt. Und darum habe ich mich eigentlich für Elektroingenieur entschieden gehabt. Und das zweite Studium war eigentlich Betriebswirtschaft gewesen. Ich wollte gerade anschliessend gehen, hätte aber die Matur noch bügeln. Das hat mich ein bisschen angekorkt auf Schweizerdeutsch gesagt. Und darum habe ich dann das berufsbegleitend zu einem späteren Zeitpunkt im Nachdiplomstudiengang gemacht. Also das Studium als Elektroingenieur hat mir sehr viel gebracht, indem man eben das analytische Denken vertieft hat. Es hat mir aber auch gezeigt, dazu mal, ich hoffe, das ist heute besser, dass die Lehrbücher nicht so die idealsten Teile waren, die man hatte. Aber der Aha-Effekt war eigentlich, als ich dann in die Wirtschaft rausgekommen bin. Dass das, was ich studiert habe, dass man dort den Aha-Effekt bekommen hat. Aha, so funktioniert das. Ich bin heute noch im Verband von der ehemaligen, ich sage jetzt mal HTL Bruckwind, das ist eben ein Teil von der FH Schweiz. Dort bin ich dabei und da trifft man sich ein-, zweimal im Jahr mit verschiedensten Leuten. Das sind auch zum Teil derjenigen, die mit mir studiert haben. Also es kann sein, dass man die dort sieht. Man muss wissen, dass 90% von allen Geschäftsbeziehungen sind Business to Business. Und in diesem Umfeld machen 80% oder geben 80% der Unternehmer die Aufträge über Vertrauen aus. Also das heisst, ich muss ein Vertrauen aufbauen, ich will erfolgreich im B2B sein. Und somit ist das über ein Netzwerk, ein persönliches Netzwerk, ich rede nicht von dem sozialen Netzwerk, das ist begleitend, ist es sehr wichtig. Und darum machen wir auch bei KMU Swiss, das, was ich heute führe, machen wir Anlässe, wo wir Wissen transferieren, weil Wissen ist wichtig für ein gutes Sein. Ein gutes Netzwerk ist wichtig, um das zu machen. Darum bin ich einerseits auch in Verbänden und gekoppelt mit anderen Verbänden, wo mehrere 10'000 Leute zusammenkommen in einem Netzwerk. Für mich ist es sehr wichtig, dass man sein Wissen weitergibt, weil wenn ich den Schirm zumache, bringt das meinen Nachkommen nichts. Ich gebe mein Wissen sehr gerne weiter. Das ist auch ein Grund, warum ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, gesagt habe, ich würde gerne dozieren. Ich habe auch an einer Fachhochschule part-time doziert. Ich habe auch ein Buch geschrieben zum Thema Marketing, relativ einfach, dass es verständlich ist, wie vorhin mal gesagt habe. Zum Teil wird das sehr kompliziert unterrichtet. Ich habe versucht, ein möglichst einfaches Buch zu machen. Ich unterrichte heute noch an der ABB Technikerschule.
Marketing, also nicht Naturwissenschaft, die ich zuerst studiere, sondern Marketing, aber im Umfeld von naturwissenschaftlichen Mitarbeitern. Weil für mich ist es wichtig, das Verständnis vom technischen und Betriebswirtschaft, dass das zusammen ineinander hineinfließt. Und grundsätzlich, wenn ich unterstützen kann, Leute, die eine Ausbildung oder eine Weiterbildung machen wollen, dann probiere ich das zu machen. Weil für mich ist Wissen etwas vom Wichtigsten.